Das heißt, ich muss das Blaue jetzt schnell umsetzen. Das setze ich jetzt einfach mal schnell hier hin. Na, Mist. Also das Blaue muss da und das... Das heißt, da kommen jetzt die blauen Kügelchen raus. Ah, nee. Mist, ich hab's falsch. Ich hab's falsch gemacht. Nein, nein, nein. Oh, orange hier hin. So. Na, nochmal das Ganze. Das ist doch schon ein bisschen komplizierter. Das ist eigentlich nicht viel komplizierter, aber ich habe gerade nicht so wirklich den Durchblick. So, genau. Jetzt muss ich nämlich hier weiße Farbe an die Decke machen. Genau, das weiße Farbe an die Decke. So. Dann setze ich nämlich das Blaue hier oben hin. Und das Orangene hier hin. Dann das Orangene hier hin, das Blaue dahin. Einmal kräftig Anlauf geholt. Tada! Und schon ist man ein Genie. Wenn ich jetzt bloß wüsste, was ich machen muss. Wo ich hin muss. Ah, okay. Ich muss nach hier oben. Gut, das könnte jetzt vielleicht ein bisschen schwierig werden. Okay. Jetzt geht da das Lüftungsrohr rein, kommt aus dem Lüftungsrohr wieder raus und jetzt wird alles weiß gestrichen. Cool. Das heißt rein theoretisch, wenn ich mir jetzt hier das Blaue hinsetze, was ich nicht kann. Oh. Ja, doch. Dann falle ich wieder genau hier hin. Scheiße. Also, das Orange muss ich da hinsetzen. Okay. Ich hab's geschafft, ich kann hier hochlaufen. Alles klar. Jetzt muss ich nur irgendwie hier rauskommen. Da ist eine Fläche. Ja. Puh. Ich arbeite mich nach oben. Ich habe mir auch eine Sekretärin dabei, die kann mir sagen, wie es geht. Ne, hocharbeiten können die immer gut. Gucken wir mal, was da oben ist. Da geht es nicht weiter. Ich müsste da oben drauf, glaube ich. Das heißt, ich müsste da raus katapultiert werden. Nee, da. Indem ich hier runterfalle. Nein. Das war eine Fehlentscheidung. Also, da oben will ich hin. Dann gehe ich mal dahin. Also, ich muss mich hier oben rauskatapultieren lassen. Auch nicht. Jetzt ist die Frage...
gerechtfertigt, was ich hier machen muss. Also da oben muss ich auf jeden Fall hin. Und ich muss mich auch hier runterstürzen. Allerdings habe ich jetzt keinen blassen Schimmer, wohin ich mich dann stürzen lassen muss. Paradoxon. Das könnte vielleicht sogar wirklich funktionieren. Wow. Okay, die Tür senkt sich. Sind wir schon fast fertig? Nee, das Game ist noch nicht fertig, oder? Boah, dieses Game sieht so verdammt cool aus. Da senkt sich was herunter. Dann fahren wir mal eine Runde Aufzug, würde ich sagen. Cool. Naja, eigentlich ist das Denken eines Paradoxons ja schon tödlich. Obwohl das für einen Schaltkreis einfach nicht schwierig wäre, weil es einfach nicht berechnet werden würde. Ah, siehst du, das ist das Fundament von den neuen Testhallen. Also quasi auf diesen Füßen stehen diese ganzen neuen Testkammern. Alles schön gefedert. Wunderbar. Jetzt ist nur die Frage. Ich muss wahrscheinlich da hinten die Treppe hoch. Okay. Gut, es gibt wohl bessere Pläne, um gegen eine allmächtige Macht, geile KI, vorzugehen. Aber immer noch besser als zu explodieren. Ein wenig. Ah, ich glaube, es hat er auch selber Testkammern gebaut, ne? Dieser Idiot. Der versucht jetzt irgendwie selber Testkammern zu bauen und versagt kläglich. Ich bin mir aber nicht ganz sicher. Die Unruhe. Ist ja schon mal. Zum Teufel nochmal! Ihr seid Kästen auf Beinen! Es ist euer einziger Zweck, über Tasten zu laufen! Wie könnt ihr euch eurem einzigen Daseinszweck verweigern? Bring uns da runter und ich liebe mein Paradoxon. Heißer? Der hat. Heißer? Kochend heiß? Okay, kälter, kälter, eiskalt. Du erfrierst gerade. Es ist kalt. Ganz, 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 ganz kalt. Nun drückst du endlich den Knopf! Lustig, wir haben zum Schreien komisch. Wir mucksen hier seit 12 Stunden rum und du hast es nicht geschafft. Am besten wir lachen uns tot. Du hast eine Stunde, ihn zu lösen. Hey, wo muss ich hin? Er versucht gerade irgendwelchen Kisten auf Beinen, die er gekreuzt hat mit Robotern, das Level lösen beizubringen. Was ja auch schon ein bisschen lächerlich ist. Muss er wohl mich nehmen, ne? Weil ich bin der Beste im Testkammer lösen. So, da hätten wir auch locker eine Treppe hinbauen können. Anstatt diesen Billow-Aufzug. Aber egal. Löse das Rätsel. Wenn er zurückkommt, präsentiere ich ihm ein Paradoxon. Ja, ich wusste, du schaffst es. Hey, Schwachkopf. Oh. Hallo? Nicht darüber nachdenken, würde ich sagen. Hm, das war leicht.
Ehrlich gesagt, den kenne ich schon, ich Schlitzohr. Falsch. Ich sage falsch. Explosion steht unmittelbar bevor. Anlage sofort evakuiert. Das habe ich doch repariert. Warnung. Kritische Reaktorkern. Da, repariert. Hey, wie schön, euch wiederzusehen. Ehrlich gesagt, wie es der Zufall will, fehlen mir gerade ein paar Testsubjekte. Ihr kommt also wie gerufen. Und los geht's. Du ahnst ja nicht, wie man sich in diesem Körper fühlt. Ich muss einfach testen. Die ganze Zeit. Sonst kriege ich so ein Jucken. Ich muss irgendwie darauf programmiert sein. Oh, aber ich sag dir, wenn ich dann teste... Oh, Junge, Junge, das ist vielleicht ein Feeling. Es ist wie eine Sucht. Ich muss testen. Immer nur testen. Ich glaube, er dreht okay, langsam durch. Du testest, ich guck zu, was du so treibst. Und jeder von uns kann zufrieden sein. Warnung, Kernüberhitzung. Kernschmelze steht unmittelbar bevor. Wir haben ein Problem. Diesen Test habe ich selbst entworfen. Er ist nicht ganz einfach. Oh, ja. Gut gemacht. Das war wirklich kompliziert. Ein tolles Gefühl. Weißt du, es ist gar nicht so einfach, neue Tests zu erstellen. Wieso löst du nicht einfach weiterhin diesen hier? Immer denselben. Und ich kann... Ich guck dir dabei zu. Ja, das gefällt mir. Super. Sicher sehr ernst, oder? Ich kann da oben abhauen, wenn ich... Wie kann ich da abhauen? Und... Nicht. Naja, ich hab's zumindest versucht. Okay, neue Tests, neue Tests. Hier müssen doch noch irgendwo irgendwelche Tests sein. Tja, mein Paradoxon-Plan geht nicht auf. Und es hat mich fast getötet. Zum Glück weiß er wohl über die Testentwicklung ebenso wenig wie über logische Widersprüche. Ja, die Tests von ihm sind wirklich so kompliziert, dass ich sie gar nicht lösen kann. Bin ich echt traurig. Da sollte man eine Stufe zurückfahren. Alles in Butter. Ich habe gerade ein paar neue Tests erfunden. Dieser Test ist von mir. Nicht ganz, nicht ganz. Siehst du das Wort Test da an der Wand? Das ist brandneu. Super toll. Also, lassen wir uns mal da hochkatapultieren. Und dann... Nehmen wir uns mal den Würfel, der da ist. Beziehungsweise diesen... Das ist ja kein Würfel mehr, das ist ja jetzt ein verkrüppelter Würfel. Na komm. So. Wie komme ich denn jetzt wieder hier runter? Genau, ich setze da unten einfach ein Portal hin. So. Dann mache ich Folgendes. Hier kommt der Würfel rein und ich fliege hier hoch. Dann macht er die Tür auf. Gut gemacht, ihr beiden, ehrlich. Ich steige aus. Warum geht ihr zwei nicht schon weiter? Ich hole euch dann ein. Die schlechte Nachricht, das sind meine Tests. Sie sind also tödlich. Was heißt denn tödlich? Es gibt bisher keine. Darauf komme ich später zurück. Was gibt es keine? Das verstehe ich jetzt nicht, aber ich lasse mich einfach mal überraschen. Es gibt keine was. Ich würde dir gern bei den Tests helfen, aber ich kann nicht. Entschuldige, du bist allein. Diesen Test habe ich selbst entworfen. Zusammengesetzt aus kleineren Tests, die hier so rumlagen. Hab sie zusammengeschustert. Es gibt Tasten, Schächte, bodenlose Gruben, alles Mögliche. Einfach sensationell. So, und was jetzt? Nochmal das Ganze. Also ich muss hier durch.